Lassen Sie uns die bevorstehende Stockholm von 2021 in Kigali absagen. Liebe Ruanderinnen, liebe Ruander, liebe Freunde von Ruanda. Die Rede von Frau Idamange Idyamugwiza Yvonne am 15. Februar 2021, in der sie sich zu Menschenrechtsverletzungen geäußert hat, rief alle Ruander dazu auf, auch im Falle ihrer Verhaftung weiterhin den Mut haben, gegen Diktatur der FPR Inkotanyi zu kämpfen. Die ruandische Regierung bereitet sich derzeit mit Hochdruck auf die Chogam-Konferenz vom 21. Juni bis 27. Juni 2021 in Kigali vor. Unter den englischsprachigen Teilnehmerländern befinden sich vier ehemalige britische Kolonien, die sich im Commonwealth of Nations zusammengeschlossen haben. Als Gastgeber investiert die ruandische Regierung gegenwärtig hohe Summen in Vorbereitung auf diese Sitzung, steckt die Gelder in ihre eigenen Taschen und vernachlässigt dabei das eigene Volk, anstatt Schaden von ihm abzuwenden. Man stellt sich vor, die gleiche Regierung, die Hochkredit aufnimmt, um Hochhäuser zu bauen, ist gleichzeitig nicht in der Lage, Lehrern in Gehalt auszuzahlen. Die Lehrer in Ruanda werden im Volksmund Gakweto genannt, weil sie sich keine zwei Paar Schuhe leisten können. Diese Regierung kümmert sich nicht um ihre hungerleidende Bevölkerung und interessiert sich ausschließlich dafür, ihren eigenen Lebensstandard anzuheben. Großinvestoren bereichern sich an dem, was das Volk selbst produziert und erwirtschaftet hat, während es zunehmend aus den Städten auf das Land verdrängt wird, weil das Leben in der Stadt für die unteren Schichten zu teuer wird. Die ruandische Regierung bezeichnet die aus Straßenhändlern und Obdachlosen bestehende Unterschicht offiziell als Schmutz, den man aus Kigali entfernen müsse. Sie können sich vorstellen, wie diese Regierung mit diesen armen Leuten umgehen wird, damit die Chogam 2021 in einer sauberen Stadt stattfindet. Vorbereitung auf die Chogam heißt für diese Regierung, Jagd auf die ohnehin winzige Opposition zu machen und sie als Lügner und die Regierungshasser abzustempeln. Vorbereitung auf die Chogam heißt für diese Regierung, die Flüchtlinge aus dem Ausland, vor allem aus Kongo und Malawi, mit Gewalt zur Rückkehr zu zwingen. Die Regierung verbreitet weiter Desinformation und manipuliert weiterhin Armutsstatistiken von Ruandern und Ruanderinnen, um andere Länder zu täuschen und um die Wahrheit und die wirkliche Versöhnung aller Ruander zu unterbinden. Liebe Ruanderinnen, liebe Ruander, liebe Freunde von Ruanda, Sie sehen hier viele Gründe dafür, warum wir zum dritten Mal auf die Straße gehen und erneut zur Demonstration aufrufen, in der wir uns gegen Chogam 2021 und die Menschenrechteverletzung in Ruanda stellen. Die weltweite Demonstration ist am 14. Mai 2021 um 15 Uhr ruandischer Zeit. Die Demonstration wird vom Studio Bomboli Bomboli auf YouTube übertragen und am Samstag, den 5. Mai 2021 um 17 Uhr via Handy auf Radio Ulumuri gesendet. Der Teilnahme in Deutschland wird in Hannover von dem britischen Konsulat Friedrichswahr-10 stattfinden. Wir bitten euch zahlreich zu kommen. Wer eine Bibel oder einen Koran hat, mögen sie bitte mitbringen, wie Idamange Yvonne es erbeten hat. Wir appellieren Sie, diese Kampagne weiterzuleiten und bedanken uns bei euch allen.